Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zurück im Supermarkt. Da. Heute habe ich einige Mods installiert, wie ihr sofort erkennt. Denn wir befinden uns jetzt nicht mehr in irgendeinem random Supermarkt, sondern im Superstore Rötzlingen. Das ist der neue Megastore, die Mall für kleine Leute in deiner Nachbarschaft. Das habe ich mit einer Mod hinbekommen. Da gibt es einige Möglichkeiten, die ich jetzt euch mal ganz kurz zu Beginn zeige, wie das funktioniert und wo ihr das findet. Das ist nämlich gar nicht so schwer. Ihr geht zuerst auf Nexus Mods und dann geht ihr auf den Supermarkt Simulator. Und dann seht ihr hier, bei den Mods könnt ihr sortieren. New Today, New This Week, Popular 30 Days, Popular All Time. Und da findet ihr natürlich die besten Sachen. Ihr seht hier anhand dieses Downloaded-Buttons, Grafik oder was auch immer das ist, seht ihr, welche ich runtergeladen habe. Den Beginn macht ihr mit Tobi's Bep in X Melon Loader Pack for Supermarkt Simulator. Könnt ihr euch runterladen und einfach entpacken in das Verzeichnis, in dem ihr Supermarkt Simulator habt. Wenn ihr das Verzeichnis nicht findet, könnt ihr ganz einfach über Steam rechte Maustaste auf Supermarkt Simulator dann verwalten und kommt dann darüber in das Dateiverzeichnis. Und dann könnt ihr hier einfach schauen, auf welche Mods ihr Bock habt. Zum Beispiel die, die ich jetzt gerade euch schon als erstes zeigen konnte, war natürlich, wo ist sie? Ist hier gar nicht zu sehen. Da! Store Renamer. Na, das ist die, die ihr gerade gesehen habt. Die habe ich runtergeladen. Ist relativ einfach. Ihr müsst dann einfach erstmal diesen Melon Loader installieren. Das wird euch aber auch dann im Text der Mod erklärt. Dann müsst ihr das Spiel einmal starten und dann müsst ihr einfach nur die Dateien da drin in das richtige Verzeichnis entpacken. Ist relativ easy gemacht. Und dann könnt ihr eine kleine Textdatei öffnen und da müsst ihr dann einfach den Namen eures Ladens eintragen und dann wird das auch übernommen. Das geht eben mit zahlreichen Mods. Und das nochmal als kleiner Tipp, wo ihr das findet, wenn ihr auch Bock habt, das mal auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob sie alle laufen bei mir, weil ich das noch nicht wirklich überprüfen konnte. Aber wir sehen in jedem Fall, der wunderbare Name prangt jetzt hier oben bei uns über dem Schaufenster. So, was habe ich für Mods überhaupt drauf? Ihr habt es ja gerade schon mal so ein bisschen gesehen, was machen die alles? Ich habe natürlich die Hälfte vergessen und werde ab und zu vielleicht mal nochmal in die Beschreibungstexte gucken müssen. Also was ich zum einen geändert habe, ist das Bestelllimit hochzusetzen. Normalerweise darf man nur 10 Items bestellen. Das ist jetzt anders. Ich kann jetzt hier, wie ihr seht, auch einfach locker 20 in den Warenkorb packen und es funktioniert. Das ist eine große Hilfe, weil dieses Bestelllimit total nervig ist und eigentlich gar keinen Sinn ergibt, mit der Ausnahme, dass man vielleicht dann die Straße draußen weniger zumüllt oder was, keine Ahnung. Dann habe ich noch eine andere Mod, die ich auch hier direkt sehe. Und zwar könnt ihr jetzt ja schon Farben erkennen, die vorher nicht da waren. Und zwar Rot, Orange, Weiß. Weiß ist quasi dann wahrscheinlich Grün. Und daran erkennt man, wie viele Waren noch da sind von der jeweiligen Sorte. Also geschnittenes Brot. Oh, guck mal, da wird gerade wieder aufgefüllt hier. Was ist denn da los? Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich glaube, das bedeutet. 22 sind in den Regalen und 17 sind noch im Lager oder so, keine Ahnung. Jedenfalls sieht man auf den ersten Blick ganz gut, wovon noch genug da ist und wovon nicht. Das ist eine sehr sinnvolle Geschichte. Dann habe ich eine Mod installiert, die es mir ermöglicht, aber die funktioniert leider nicht so richtig, die Preise automatisiert anzupassen. Eventuell funktioniert das aber auch erst morgen früh. Dazu gibt es eigentlich einen Handscanner. Mit diesem Handscanner kann man dann hier diese Preise, das ist was anderes, Entschuldigung, vergesst, was ich gesagt habe. Der Handscanner ist dafür da, dass ich hier quasi eine Ware einscannen kann und dann wird die automatisch in den Warenkorb gelegt. So sieht man hier zum Beispiel, oh, ich habe zu wenig Weißnudeln, dann kann ich das hier automatisch in den Warenkorb legen. Dann gibt es die automatische Preisanpassung, die funktioniert so, dass man definieren kann über eine Textdatei, sollen die Waren immer zum Beispiel aufgerundet werden, also keine krummen Preise mehr und dann sollen die meinetwegen immer exakt dem Marktwert entsprechen. Also wir sehen ja hier, es gibt hier diesen Marktpreis, sollen die immer diesem Marktpreis entsprechen, sollen die etwas über dem Marktpreis liegen oder etwas drunter
Und das macht dann diese Mod automatisch jeden Tag neu, weil ja jeden Tag sich so 3-4 Preise ändern. Und das muss man dann nicht mehr automatisch machen. Dann habe ich eine Mod installiert, dass die Kartons, die ich bestelle, automatisch ins Lager teleportiert werden. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das mache ich jetzt mal. Ich bestelle jetzt mal einfach irgendwas und gucke, ob das klappt. Sagen wir doch einfach mal, oh, habe ich jetzt ein Original? Komm, sagen wir doch einfach mal, was weiß ich, 5 davon, 10 davon, ist mir doch jetzt egal. Puderzucker, 10. Schwarz, oh Gott, hier guck mal, da gibt es offensichtlich sehr wenig von. Kaffee, dann Eier. Haben wir überhaupt genug Geld? Ja, haben wir. Ich hatte doch gerade gesehen, was war da noch so wenig von Weißnudeln? Da, oh ja, seht ihr? Das stimmt nämlich. 1 im Regal, 0 im Lager. Bam, gib mir Weißnudeln. 10. Das ist super. Basmati-Reis. Ja, komm, gib mir. Bam. Reiniger ist auch nicht mehr so viel da. Gib ihm. Orangensaft, gib ihm. Soda. Ich mache das jetzt einfach alles. Ich bestelle mir die Finger wund. Bei einigen Sachen verstehe ich die Farbe nicht so ganz. Hier zum Beispiel, warum ist das rot, obwohl da noch super viel da ist? Das habe ich jetzt noch nicht gecheckt. Hähnchen. Oh, Hähnchen. Buddha. Gib ihm. Wir bestellen uns dumm und dämlich. 79 sage ich, bestell das jetzt. Kaufen. Oh Gott. Wehe, das wird nicht automatisch eingelagert. Ah, dann haben wir, wenn diese Map-Mod nicht funktioniert, dann scheiße. Haben wir ein großes, massives Problem. Warte. Products in Rack, Restocking, no. Fallen lassen, werfen, öffnen. Wie jetzt werfen? Oh Gott. Products in Rack, zero. Restocking, no. Doch, Restocking, yes. Wie mache ich das denn an jetzt? Scheiße. Wartet ganz kurz. Das gucke ich nochmal nach. Ich werde jetzt hier nicht 129 Pakete selber einräumen. Wir gucken uns mal im Nexus die Mod an, die ich habe. Und zwar war das mal, die hatte ich. Warte. Die müsste das sein. So, die ist das, glaube ich. Easy Delivery. So. Also. This is a fairly simple mod that allows you to not spend 20 minutes before opening the shop every day. Genau. So. Die können das beamen. Manual quick racking. Pick up a box from the street. Press L on your keyboard. Ah ja, okay. L on your keyboard. L on the keyboard. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Ich weiß es nicht. Okay, wir picken sie ab. Haha, haha, ja, ich bin der beste Mod-Installateur der Welt. Lalalalalalala. So, das ist jetzt die manuelle Komponente. Das kann man, glaube ich, noch weiter automatisieren, sodass die gar nicht mehr großartig hier rumliegen, sondern die automatisch komplett automatisiert eingelagert werden. Oh Gott, wie weit sind die denn geflogen? Jetzt sieht das aus, als wenn ich dem die gelieferten Pakete von Amazon oder so klaue. Ey! Jetzt fliegen die da nämlich automatisch rein. Man muss immer noch eine Menge machen, wie ihr seht. Occupied. Oh Gott, ist occupied. Dann legen wir die mal hier hin. Regal ist voll. Ja, alles, was gerade nicht geht, packen wir da mal in die Ecke. L. Sehr gut, das waren die Weißnudeln. Das ist der leckere Kaffee. Occupied. So, es geht deutlich schneller. Stell dich mal vor, ich hätte das jetzt alles
manuell einräumen müssen. Das Regal ist voll. Das müssen wir gleich natürlich dann nochmal vergrößern. Es gibt auch eine Mod, mit der man den Lagerraum vergrößern kann. Das ist sicherlich irgendwann auch nochmal eine Geschichte, die wir in Angriff nehmen sollten. Oh nein, Entschuldigung. Das ist wieder... Hey. Hallo? Warum geht das nicht? Jetzt. Nee, immer noch nicht. Hallo? Da ist irgendwas falsch. Wo war denn der Zucker? War hier irgendwo. Ich habe keine Ahnung mehr, wo was war, um ehrlich zu sein. Wo war der Zucker? Zucker? Wo habe ich die hingepackt? Ich weiß nicht mehr. Das ist so lang her. Ich habe uns vergessen. Da. Ja, aber ist doch wunderbar. Wo war das Problem? Geht doch easy peasy. Oh, Regal ist voll. Aber hier, komm. Die machen gar nichts, die gucken nur dumm zu, aber deswegen werden die auch niemals befördert werden und auch keine Gehaltserhöhung bekommen. Regal, der Blau, des Blaumehls ist auch voll. Naja, alles Luxusprobleme. Aber das ist Blaumehl. Müssen wir gleich eine etwas mehr Regalfläche noch freischaufeln. So. Oh, die Eier gehen auch nicht. Ja, wir haben ja auch jetzt wirklich krass bestimmt. Ach, grüne Neune. Die weißen Nudeln gehen auch nicht. Regal ist voll. Ändern wir gleich. Bitte treten Sie nicht auf meine Pakete, werter Herr. Oh ja, okay. Ah, das ist auch voll. Ach du Scheiße. Das ist auch voll. Der Zucker, ja, das Problem hatten wir gerade schon. Wir haben auch einfach verdammt viel bestellt, muss man wirklich ja sagen. Ne? Ah, das sind ja die, das Blaumehl. Wir haben viel zu viel bestellt. Noch mehr Blaumehl. Ja, okay, warum habe ich so viel Zucker bestellt? Wisst ihr was? Ich nehme einfach einen... Ich mache das jetzt mal. Das ist ja Quatsch mit Soße. Ich werde mir direkt jetzt nochmal ein Regal dafür schnappen. Oder bin ich hier ausgebucht? Ich habe keine Reserve mehr. Ach du Scheiße. Das ist ja blöd. Ich habe keinen Reserveraum mehr. Ich muss dringend das Lager... Ich muss hier gleich mal die Mod installieren mit dem Lager vergrößern. Kartoffeln habe ich auch nicht mehr. Ach, die grüne Neune. Oder ich packe einfach hier noch ein... Guck mal, ich habe doch noch freie Flächen, die ich nicht genutzt habe. Da werde ich einfach das temporär hier lagern. Das wird einfach ein Zuckerregal. So. Und dann passt das schon. Und dann... werde ich jetzt hier die Sachen einmal so anzuckern. Und jetzt müssen die doch eigentlich, Rorge und Torge, jetzt anfangen. Ja, das machen sie. Nein, das machen sie nicht. Machen sie? Eigentlich müssen sie das jetzt aus dem Lager auffüllen. Und sobald sie das gemacht haben, kann ich dann die anderen da wieder reinpacken. Ah, die Nudeln. So sieht es nämlich aus. Guck mal, das macht er jetzt. Und wenn er dann das da reinschmeißt, müsste jetzt eigentlich, bam, okay, ist noch occupied, aber gleich wird das nicht mehr occupied sein. Meine Güte, es ist einiges occupied. So macht man das heutzutage offensichtlich. So, Oh, Saft war doch... Braucht mehr Regalraum, braucht mehr Regalraum. Wo habe ich die Säfte? Hier sind die... Nope. Doch, hier waren doch die Säfte. Ah, da. Oh, das ist voll. O-Saft ist voll. Ja, gut. Hier, der mit dem Fahrrad, der muss da jetzt einfach warten.
stapel die jetzt hier, wo sie nicht im Weg sind. Und ich vertraue einfach, dass in der Nachbarschaft, ach, da stehen ja die beiden Hanselmänner, dass in der Nachbarschaft niemand klaut. Das ist jetzt einfach, da vertraue ich jetzt drauf. So, die kann ich alle nicht einräumen. Wir müssen dringend mehr Lagerraum haben. Was wir jetzt machen könnten ist, mal gucken, ob wir diese Mod mit dem Lagerraum, das funktioniert ja ganz gut. Wir speichern mal eben. Und jetzt versuche ich mal live on the fly zu gucken, ob wir das hinkriegen. Und zwar brauchen wir jetzt einfach mehr Laderaum. Laderaum, Laderaum. Storage, das wäre das hier. Guck. Storage. Expansion. Ach du grüne Neune. Okay. Also. Da müssen wir es einfach reinschmeißen. Change. Ich hoffe mal, das bleibt einfach so. Okay. Das heißt, wir müssen die einfach runterladen und dann hier in dieses Verzeichnis jetzt einfach, ja, einfach reinpacken. Das ist ja gar kein Problem. Dann gehen wir hier auf Manual und laden das runter. Natürlich hier Slow Download. Gar kein Problem. Und jetzt versuche ich das mal kurz. Ne, dann müssen wir das einmal beenden. Ist gar kein Problem, glaube ich. Vielleicht aber doch. Wir werden es nie erfahren. Und dann, warte, Storage Expansion, das kommt dann in, was haben wir gesagt? User Data, glaube ich, ne? Ah ne, einfach so da rein. Ah ja, keine Ahnung, ob das klappt. Das wäre neu. Einfach ins Hauptverzeichnis. Einfach ins Hauptverzeichnis. Immer woanders. Wir werden sehen. Gut, jetzt schalte ich das Spiel neu und gucke, ob das geklappt hat. Ich kann es euch nicht garantieren. Aber ihr habt live gesehen, wie einfach das eigentlich ist. Gehen wir mal rein. Ist da irgendwas passiert? Nee, ne? Nö, da ist noch nichts passiert. Naja, ich weiß es nicht. Wir können jetzt jedenfalls erstmal anfangen, weil das sind, glaube ich, alles Sachen, die ich nicht mehr reinkriege. Genau, das sind die Eier. Wie geil ich die da so zubaue. Also Brot kriegen wir auch nicht mehr. Ist alles voll. Ich habe einfach natürlich viel zu viel bestellt. Das sind nochmal die Weißnudeln. Ich baue die einfach ein. Was machen die denn jetzt? Nochmal Weißnudeln. Und vom nächsten Geld werden wir dann einfach... Das geht noch. Das war der Reis. Kaffee geht nicht. Werden wir das Lager so oder so erweitern. So, kommen die da raus? Ist nicht mein Fehler, wenn die da nicht mehr rauskommen. Was stellen die sich denn da hin? Die sehen doch, dass ich da einräumen will. Torge und Horge, was ist los? Was ist los, Leute? Was ist euer Problem? Ich stelle ihnen das so vor die Füße, damit die sich aufgefordert fühlen, mal ein bisschen was zu machen. Okay, das ist hierfür noch... Warte mal, das hätte ich einfach... Nee, das Regal ist voll. Mist, das ist auch voll. Dann lassen wir das hier. Dann können wir jetzt den Laden aufmachen. Das sind nochmal Weißnudeln. Wenn ihr das umkippt, während ihr hier rausgeht, ziehe ich euch das vom Gehalt ab, ne? Horge, Torge. Wieso habe ich so viel Blaumehl gekauft? Wie so ein Wahnsinniger. Wenn ihr nur einen Karton umkippt, während ihr gleich eure Arbeit beginnt, ich schwöre euch, wenn ein Ei zerbricht, zerbreche ich euch. Okay. Wehe, Jungs. So, jetzt mache ich den Laden auf. Okay? Ich mache jetzt mal den Laden auf. Laden ist open.
Wehe. Gut. Alles ist voll. Wir sind happy. Das sieht großartig aus. Das ist eine Riesensauerei. Was hatte ich gesagt? Wie geht das mit den Preisen? Steuerung R oder so, aber vielleicht geht das erst am nächsten Tag. So. Guten Morgen. Hallo. Ah, Herr Kaczynski. Was gibt's denn bei euch heute Morgen? Ah, Butter. Das ist die gute Butter. Die ist von... Das ist eine Gänsebutter. Oh ja, sie kaufen da gleich... Ja, ich sehe schon, sie stehen... Das ist, die Gänsebutter ist ein ganz neues Verfahren. Die wird erst ganz fett gepresst, diese Gans. Und dann mit so einer kleinen Spritze zieht man aus der, also unter der dritten Hautschicht, da zieht man das direkt aus der lebendigen Gans raus, das Fett. Und dann kann man die quasi mehrfach verwenden, die Gans. Das meiste Fett von der Gans ist ja Einwegfett, weil die Gans dann tot ist. Aber durch diese neue Methode kann man denen das mehrfach unter der dritten Hautschicht rausziehen, das Fett. Und dann kann die Gans weiterleben. Und ist auch wieder recht agil, weil das Fettproblem ist gelöst. Im Grunde genommen ist das wie, Herr Kaczynski, das ist wie, wenn Sie bei Ihrer Frau oder bei sich selbst, wenn Sie da mal was von der Hüfte abziehen. Tschüss. Guten Morgen, Silke. Guten Morgen. Hallo, Björn. Chantal, was geht? Oh, Chantal, schönes Kleid. Björn, bist du... Björn, guck, ich habe genau gesehen, wo du der Chantal... Björn, wenn das nochmal vorkommt, gibt's Ladenverbot. Chantal einfach. Hallo, Sieglinde. Ach, hier. Herr Schneider. Kommen Sie doch. Ah, guck mal hier. Sehen Sie, Alfons ist noch ganz unbeschäftigt. Kaufen Sie doch ein bisschen Zucker. Das ist im Sonderangebot. Das kostet lächerliche 5,50 Mark. So, wie war das jetzt mit P? Konnte ich auch irgendwas machen? Steuerung P? Nee, P? Nee. Räumen Sie an. Ah, jetzt machen Sie was. Jetzt machen Sie was. Jetzt kümmern Sie sich. Naja, Sie haben nichts umgeworfen. Okay, dann kann ich Ihnen keinen Vorwurf machen. So. Ja, gut. Was ist das denn hier? Da haben wir gar nichts von. Das ist dieses neue Müsli. Das ist ja Quatsch mit Soße. Was ist denn mit dem neuen Müsli? Warum haben wir das nicht? Nicht das? Pommes frites? Oh, hier die... Oh Gott. Kartoffelsack? Oh Gott. Wir haben einige Sachen sträflich vernachlässigt. Wo ist dieses Müsli? Warte mal. Das war's nicht. Das hier. Oh Gott. Das ist richtig gefährlich, wenn einige Waren fehlen. So. Guck mal, das können wir direkt dann schön mit dem mit der L-Taste. Oh, einfach einräumen. Okay, die Pizza wird gerade noch. Zack. Occupied per Restocker. Warum? So. Was? Regal ist voll. Glaube ich nicht. Occupied by Restocker. Ja, das liegt jetzt daran, dass die da richtig schön das jetzt alles voll machen, wo vorher gar nichts war. Kann ich das jetzt machen? Ja, geht. Ja, geht. Sehr gut. Ist voll angeblich. Dann... Ich muss sehr dringend mein Lager erweitern. Super. Das ist voll. Das ist unser nächstes Ziel. Die Lagererweiterung. Hallo? Oh Gott. Sieht aus wie so bei so einem Umzug. Ich krieg Umzug-PTSD. So, was schreibt ihr? Erstmal der Cup, herzlichen Dank. Und Catherine. Schreibe ich, habe ich das richtig ausgesprochen? Vielen lieben Dank. Der Paketesimulator, genau. Herzlichen Dank. So, was sagt Nikola? Kaum modde ich hier irgendwas, ist Nikola da, ne?
Ein Taser an die Hüfte, ja. So, die Eier waren ja hier versteckt. Passen Sie doch bitte auf, wenn Sie hier durch die Pakete gehen. Sie sehen doch. Oh, Licht muss ich anmachen. Es gibt auch eine Mod, die das Dach ein bisschen supermarktiger erscheinen lässt. Piep. Ja, die kommt klar. Wobei die Schlange recht lang ist. Angelika, es tut mir leid wegen der Schlange. Aber wir kriegen das hin. Versprochen. Angelika ist relativ klein. Angelika, du bist relativ klein. Das ist im Vergleich jetzt mit Mareike zum Beispiel. Das, da musst du immer gut essen. Bei mir gibt es gutes Essen. Das ist gut für den Körper. Da kann man noch ein bisschen wachsen. So, Salz. Kuchen. Käse. Was denn hier? Ist hier kein Regal für irgendwas? Was war hier denn drin? Einige haben... Warum ist jetzt hier frei? Was war da drin? Was hatten wir nochmal neben dem Käse? Okay, Preisfrage. Mal gucken, wer von euch zuerst drauf kommt. Was war neben dem Käse? Waren das die Eier? Ich sage, es waren die Eier. Eventuell, ich kann ja auch mitspielen und gewinnen. Ich sage, es waren die Eier. Was sagt ihr? Ihr dürft nicht Eier sagen. Das zählt nicht. Das habe ich ja schon gesagt. Ich glaube, es waren die Eier. Deswegen haben die auch keinen freien Regalplatz. Weil die Eier, die kann ich gar nicht einräumen. Dann nehmen wir doch jetzt einmal so ein Ei, packen das neben den Käse rein. So. Und jetzt kann ich die Eier relativ schnell so oder einsortieren, siehst du? Okay. Passt. Voll. Immer noch voll. Mist. Das machen wir gleich. Boah, ist der Laden, der ist ja richtig voll. Okay, ich sollte die Kasse einmal öffnen. Guten Tag. Hallo, Herr Schmidtreuter. Ach, und Frau Sibylle, Sie sind... haben sich einfach vorgedrängelt. Aber der Herr Schmidtreuter ist natürlich ein Kavalier. Dann macht das einmal 3,40 Euro zurück. Schönen Abend, danke fürs Einkaufen. Herr Schmidtreuter, oh, die Kartoffeln. Einmal mit Karte, natürlich ein Mann wie Sie zahlt natürlich immer mit Karte. 40,90 dann. Was? Pommes frites konnte. Oh, die Pommes. Entschuldigung, dass die Pommes aus sind. Die waren sehr gefragt. Wir hatten heute eine Schulklasse, die haben die ganzen Pommes gekauft. So, Sie können sich auch bei mir anstellen. Oder halt nicht. Das ist Ihre Entscheidung. Ich will Ihnen da nicht reinreden. Ich wollte Ihnen lediglich sagen, dass, falls Ihnen Ihre eigene Lebenszeit wertvoll ist, könnten Sie jetzt auch zu mir kommen. Dann haben Sie mehr vom Leben. Es sei denn, Sie mögen sich gerne anstellen. Ich hatte mal eine Freundin, die hat sich auch immer ständig angestellt. Na gut, ja, dann mache ich doch die Kasse wieder zu. Dann widme ich mich wieder den Paketen. Denn wir haben ja gerade gesehen, da gab es irgendwas nicht. Und zwar, glaube ich, die Pommes. Ah, nee, jetzt darf ich ist zu, wird nicht mehr geliefert. Aber ich meine die Pommes. Die Pommes. Da. Keine Pommes mehr. Und noch irgendwelche Notfälle. Kartoffeln, ja, das ist halt das Ding. Die brauchen halt viel Platz. Ich muss das Lager dringend vergrößern. Es geht nicht mehr so. Was kostet das? Verwaltung? Lager. Oh, geil. Können wir uns leisten. Abschnitt 5. Kaufen. Gekauft. Ich bin ein Geschäftsmann. Oh nein, wieso denn hier? Das ist ja... Warum? Okay, dann... Sind die jetzt schon alle... Ich höre es noch piepen. So, das ist der letzte. Tschüss. Laden ist closed und nächster Tag. Was haben wir denn hier eigentlich eingenommen?
Ja, wir haben natürlich unglaublich viel Waren gekauft. 3000 Mark. Oh, was ist hier los? Okay. So, haben sich die Preise automatisiert, angepasst? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte ja eigentlich darum gebeten. Nee, mit Sicherheit nicht. Nee, mit Sicherheit nicht. Mist, das mit der Preisanpassung muss ich nochmal überprüfen. Das passt leider nicht. Ich meine, die lassen ja trotzdem Kohle hier. Wie war denn das? Steuerung R, glaube ich, hatte er gesagt. Ja, die Mod funktioniert noch nicht. Vielleicht habe ich die falsch installiert. Wir werden es nicht erfahren. Das ist schade, das mit dem Lager hat auch nicht wirklich geklappt. Ob das stellen wir dann mal hier hin. So. Wie viele Regale kriegen wir da rein? 4. Stellen wir mal. Ist jetzt hier nicht auch was frei geworden? Ja, vielleicht. Aber wir bestellen erstmal 4 Regale. Oh, Rechnung. Wie sieht's denn da aus? Das mag ich ja nicht, ne? Ich bin kein Fan von. Zack. Dann gehen wir an die Regale ran. Da. Da haben wir mal 4. Und. Oh, nicht genug Geld. Oh, das ist ja jammerschade. Okay. Dann, ja. Toll. Ein Regal. Wir können das Original ein Regal leisten. Oh, geil. Guckt euch das an. Dieser Turm. Sweet. Jo. Dann. So. Und was machen wir da jetzt rein? Was machen wir da rein? Brot. Das ist ja Mehl, meine ich. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil Mehl ist auch noch woanders. Jetzt ist das alles nicht mehr gut eingesortiert. Aber es ist auch nicht mehr so schlimm, weil wir durch das neue System natürlich auch gar nicht mehr so viel Arbeit mit dem Einräumen haben. Wir können das einfach so machen. Wir müssen eigentlich gar nicht mehr ins Lager rein. Wir müssen nur entsprechend genug Lagerfläche zur Verfügung stellen. Der Rest ist eigentlich völlig zu vernachlässigen. So, dann. Jetzt müsste das. Ey. Nee, das Regal ist nicht voll. Was? Wieso? Wer sagt das denn? Hä? Ah, okay, ich dachte, da passen nur 2 rein. Okay. Und bupp. So, was ist mit dem? Pizza. Regal ist voll, alles klar. Brot. Ah, das geht. Regal ist voll. Hähnchen geht weg. Oh Gott, Zucker. Oh Gott, der Zucker geht auch weg. Ich hätte es nicht gedacht. Das geht weg, wunderbar. Und ja, die Weißnudeln kriegen jetzt auch nochmal einen neuen Platz. Dann halt da oben. Am besten sogar beide. Damit wir das von der Straße kriegen. Okay, jetzt haben wir nur noch das. Das geht auch weg. Was ist mit Kaffee? Kaffee geht auch zumindest in Teilen weg. Gut, dann haben wir nur noch ein Brot und eine Pizza. Also ist ja deutlich besser. Und dann können wir auch schon den Laden öffnen, aber das Ding ist, ich muss halt die ganzen Preise, das nervt mich jetzt, dass das mit der Mod nicht funktioniert hat. Ich kann jetzt ja schlecht alle Preise ändern. Händisch. Das ist ja komplett. Wer soll das machen? Ich bin ein einzelner Mensch. Das ist doch. Das geht einfach nicht. Wie soll ich das machen? Das Mehl. Das ist. Nee, das geht einfach nicht. Ich muss diese Mod zum Laufen bringen. Ja, ein bisschen viel, ne? 5. Ja, komm. Nehmen wir ein bisschen raus, die Kampfpreise.
müssen jetzt wieder aktiviert werden. Ich bin ein bisschen zu sehr übers Limit gegangen. Lass das doch den Praktikanten machen. Ja. Den lasse ich nicht an die Preise ran. Das trau ich dem nicht zu, dass der das macht. Ja, das kann man so bleiben. Was Mordi Reus? 4,80 Euro. Die Leute müssen auch. Das muss ja erschwinglich sein für die Leute. Die können ja nicht. Reis ist ein Grundnahrungsmittel. Also ich wirklich manuell, ich kann ja schon mal aufmachen, den Laden hier. Es ist ja nicht so, dass hier irgendwas jetzt fehlt. Ist ja alles da. Und oh, was? Alles klar. Das kauft doch kein Schwein. Kein Wunder, dass Pablo Sugar hier im Regal liegen bleibt. Das hatte ich gerade gemacht, ne? Schoki. Ja, komm, das kann mal liegen bleiben. Ja. Eieiei. Guck dich das an. Ich meine, die kaufen schon eine Menge, aber die könnten noch viel mehr kaufen. Ich mach das jetzt einmal und dann muss ich tatsächlich morgens diese drei Preise halt noch. Wir haben uns ja das Leben schon sehr viel leichter gemacht. Da muss man jetzt halt bei ein paar Sachen hier zugange. Hatte ich das hier alles jetzt schon gemacht? Nee. Obwohl doch, warte, 6,10 Euro ist okay. Nee, ist nicht, überhaupt nicht okay. Ist viel zu teuer. 5,70. Aber die haben auch keine Geduld, ne? Die wissen ja nicht, vielleicht mache ich die Sachen sehr viel günstiger, aber die haben keine Zeit, den neuen Preis abzuwarten. Haben sie keine Zeit für. Ich muss die kaufen einfach. 2,70. 20. 7,50. 5,30 Euro. Ja, alles klar. So, war hier Eier ran. Das hatte ich das vorhin schon gemacht. Das verliert sich. Ich glaube, das habe ich alles gemacht. Nee, das muss noch besser werden hier. Da machen wir einmal 3,90 Euro. Und ja, das ist auch ein bisschen teuer. 2,80. Da war ich hier wirklich ein bisschen drüber. Was ist mit den Getränken? Ey, geh mal aus dem Weg. Da machen wir mal 3,40. Ist ein bisschen günstiger. Ja, das ist okay. Ja, da machen wir 2,90. Ist alles im Angebot jetzt. Die Preise fallen. Deflation. Leute. Kommt zu mir. Kauft ein. Das gilt auch für unseren guten Freund Simpack. Hallo Leute. Vielen Dank für den Raid. Schön, dass ihr da seid. Wir spielen den Supermarkt-Simulator. Und echt zu sein, weiß ich nicht, ob das ein Spiel ist oder ob ich tatsächlich irgendwo in irgendeiner Stadt einen Supermarkt leite. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so ein bisschen wie bei Ender's Game, wer das mal gelesen hat, in Wirklichkeit, die behaupten, es ist ein Spiel, in Wirklichkeit steuere ich hier einen echten Supermarkt für umsonst. Ich manage für umsonst für irgendein kapitalistisches Großunternehmen den Supermarkt und krieg nicht einen Cent. Ich befürchte, so ist die Wirklichkeit. So, ich mache nochmal die Kasse hier auf. Guten Tag, Sie können auch zu mir kommen. Ich habe hier auch geöffnet. Willkommen mit Gewatsche und Geschnatter. Grüße aus dem Pingu-Gatter. Okay. Nice. Ich mag Menschen, die mit Gedichten kommen.
Das ist doch ein sehr schönes Gedicht. Ihr seid alle die, ihr seid die Pinguinbande. Hallo Leute. Hör auf zu jammern, jetzt jede Minute, die du nicht arbeitest, verliere ich Geld. Ja, es tut mir leid. Das tut mir leid. Ey, entschuldigen Sie bitte, die Kasse ist geöffnet. Sie können auch zu mir kommen. Oh, was ist denn mit ihm los? Herr Fabriziano. Ah, endlich kommt einer zu mir in die Kasse. Ich habe schon gedacht, sie würden mich meiden. Manchmal habe ich das Gefühl, sie kommen nur noch wegen meiner Waren und gar nicht mehr wegen mir jetzt in meinen Laden. So. Sie können zu mir kommen. Ah, Silke, komm zu mir. Hallo, Silke. Ach, Entschuldigung, Sie waren gar nicht Silke. Verzeihung, ich habe Sie verwechselt. Sie sehen der Silke verblüffend ähnlich. Die Silke ist meine Nichte. Die ist 19. Und da habe ich sie direkt mit verwechselt, weil sie auch... Na gut. So, Herr Obermeier, 2,60 mit Karte. Dankeschön. Oh, ich muss mal schnell die Lampe anmachen. Das ist auch so nervig. Ja, Verzeihung. Oh, ein Großeinkauf. Hallo, Herr Bratzmann. Das macht dann 86,70. Ja, 30 Öcken zurück. Danke für den Einkauf. Viel Spaß. Schönen Abend. Gruß an die Frau. So, Sie können zu mir kommen. Oh, Alfons hat auch nichts zu tun. Was kann er nicht finden? Toilettenpapier. Oh, Toilettenpapier ist aus. Okay, ich muss diese Kasse schließen. Toilettenpapier ist aus. Warum ist das Toilettenpapier aus? Wie konnte mir das entgehen? Emergency. Wenn eine Ware nicht fehlen darf, dann ist es Toilettenpapier. Das ist das Gesetz einfach. Oh nein. Warum? Hä? Hallo? Ich hab nicht richtig gekauft. Toilettenpapier. Einräumen. Leute, ihr müsst das Toilettenpapier einräumen. Wo habe ich das nochmal verkauft? Hier unten, oder? Ja. Achtung! Toilettenpapier ist neu da. Sie können wieder Toilettenpapier kaufen. Uiuiuiui. Ah ja, die machen auch. Sehr gut. Alles klar. Haben wir wieder gerettet, die Situation. Wie ist das mit Pizza? Kann ich die einräumen? Nope. Also mit Weißnudeln? Oh, Weißnudeln kann ich die einräumen. Also mit Kaffee? Und Brot? Ne, Brot noch nicht. Sehr schön. Der Laden ist voll, er brummt. Keiner. Ey, Sie können auch zu Belfons gehen. Na, ah, sehr schön. Okay, jetzt stellen die sich alle da an. Ich werde kurz mitkassieren. Ah, hallo, Patricia. Das macht dann einmal 69,10 €. Na, da haben sie aber 10 Cent zu viel ausgegeben. So, dann einmal 31,10 €. Dankeschön. Oh, hallo, Herr Saalfrank. Das macht einmal dann 91,70 €. 92, danke. Und 30 dann zurück. Ah, verzeih, das war der Schein. Das ist immer mein Fehler, ne? So, dankeschön. Was kriege ich? Oh, Kuchen. Kuchen ist alle. Das tut mir leid. Hallo, schöne Dame. Das macht dann 16 und 20 zurück. Aber nicht alles auf einmal ausgeben. Und ich muss mich um den Kuchen kümmern. Ah, es ist schon 9 durch. Mist. Ist schon... Oh Gott, die Schlange ist zu lang. Ich mache die Kasse wieder auf. Sie können zu mir kommen. Oder auch zum Belfons gehen. Sie müssen nicht alle zu Alfons kommen. Es sei denn, Sie wollen explizit von Alfons bedient werden. Was auch okay ist, weil Alfons ist eine Legende. Ich verstehe das. Der hat bei den Kassierer-Weltmeisterschaften in Bombay letztes Jahr den 7. Platz gemacht. Und das ist... Top 10 ist ein super Ergebnis. Tatsächlich. Da hat er auch so eine kleine Plakette bekommen. Die trägt er jetzt nicht, aber mit seinem Namen drauf. Die ist in Gold jetzt. Die kriegen nur Leute, die da mitgemacht haben und in den Top 10 waren. Aber er darf die nicht tragen, aus religiösen Gründen. Weil er muss anonym bleiben. Er ist nämlich vom Club der Anonymen, CDA. Und das ist seine Religion. Die haben auch so eine Kirche in der Bäckerstraße. Und da treffen die sich immer samstags. Weil sie haben gesagt, es ist besser, also wenn sie einen Tag vor allen anderen treffen, also nicht am Sonntag, sondern am Samstag schon. Und da muss er halt anonym bleiben. Deswegen darf ich seinen Namen auch gar nicht laut aussprechen. Sonst würde er sofort für immer ins Schweigen, ins ewige Schweigen verfallen.
Sobald ich seinen Namen einmal ausspreche, darf Alfons nie wieder reden. Oh, und sich auch nie wieder beschweren. So, der Kuchen ist aus. Der Kuchen ist aus. Wir müssen schnell Kuchen. Kuchen, Kuchen, warum? Oh, Süßigkeiten sind auch bald aus. Da, oh Gottes Willen. Das ist natürlich Quatsch, oder? Das ist, ah. Aber hier ist auch noch Kuchen. Nur der Kuchen ist aus. Okay, wir haben 96 von dem noch. Hähnchen. Hähnchenalarm. Ich brauche mehr. Ich brauche viel mehr Lagerraum. Parmesan. Brauche mehr Lagerraum. Aber diese Mod ist auch schon recht hilfreich tatsächlich. Da hat man einen guten Überblick. Muss ich nicht mehr durch die Regale streifen wie so ein Panther und gucken, welche Waren mir langsam ausgehen. Okay. Alle weg. Dann kommt der nächste Tag. Oh Gott, wir haben richtig viele Produkte nicht gefunden. Das ist blöd. Oh, jetzt muss ich es manuell machen. Mozzarella, Kaffee, Olivenöl und Eier. Oh. Aber welche Eier? Ich habe doch zwei. Hatte ich nicht zwei Eier? Oh. Kaffee. Warte. Ich weiß nicht mehr, welche das waren. Beide recht teuer, ne? Okay. Dann bestellen wir einmal den. Wie viel Geld habe ich denn? Ein Regal kommt noch dazu. Nee, nicht eins, mehrere. So. Okay. Ich habe natürlich vergessen, jetzt die übrigen Preise noch anzupassen. Ist nicht schlimm. Erstmal das hier. Alles einräumen. Ne, das ist das Regal, das natürlich nicht. Was? Das ist occupied, okay. Alles muss ins Lager, der Kuchen auch. Was haben wir hier? Das ist weit geflogen. Das ist Mehl. Und das ist der Kuchen. Das ist auch Kuchen. Das ist Haribo. Auch bald alle. Ach, Kuchen. Occupied. Weißmehl. Süßigkeiten. Ah, noch mehr. Ich habe ja wieder viel zu viel Kuchen bestellt. Aber ich will das nie wieder haben. Dass mir Leute Kuchen abkaufen wollen und ich habe nichts da. Das will ich nie wieder haben. So. Dann noch ein Regal. Ich habe mir gar nicht so wirklich Gedanken gemacht, wie ich das jetzt am smartesten aufstelle. Kriege ich da vielleicht noch mehr unter? Da scheint mir doch recht luftig aufgestellt zu sein. Guck mal da. Kriegt er noch eins hin. Sehr viel Platz hier, ne? Okay, dann dieses Hühnchenzeug muss mehr Platz bekommen. Damit wir da richtig viel... Ich habe da keinen Bock mehr drauf. So, jetzt können wir richtig Hühnchen... Und Klopapier müssen wir mal gucken, ob wir da noch ein bisschen Brot können wir auch noch mehr haben. Wie gesagt, es geht gar nicht mehr jetzt darum, dass ich ein krasses System brauche, weil ich da gar nicht mehr rein muss. Ich habe ja durch dieses automatische Einsortieren mir quasi jetzt die Notwendigkeit genommen, immer ins Lager rein marschieren zu müssen. So, Pizza ist auch voll. So. Okay. Dann, ich glaube, Kaffeepreise hatte ich noch nicht angepasst. Ne, das ist Tee. Und da ist Kaffee. Oh, es ist richtig günstig geworden. Mist.
Mist, Mist, Mist. Was war das Letzte? Was haben wir gesagt? Die Eier, Kaffee. Dieser Käse da, den haben wir gemacht. Und eine Sache war noch. Wer Olivenöl, auf euch ist Verlass. Auf euch ist Verlass. Lächerliche 7,20 Euro. Wer soll denn da noch reich werden? Warum arbeite ich denn so viel, wenn jetzt ich nichts mehr verdienen darf? So. Oh, Rotnudeln gehen mir aus. Das ist nicht so gut. Ich habe nur noch 112 Puderzucker, das ist ja Quatsch. Erdnussbutter, 24. Ja, Salz. Oh, Geschirrspültabs. Da muss noch was von bestellt werden. Apfelsaft, 13 Apfelsaft. Ach komm. Kuchen, Kuchen. Oh, da haben wir richtig viel Kuchen. Hähnchen hatte ich doch jetzt. Mal gucken, ob ich da noch genug Platz habe. Kartoffelsack ist auch wieder so ein Ding, ne? Ja. Puderzucker. Gar nichts mehr im Lager. Ja, auch nicht. Mozzarella hat auch nichts mehr im Lager. Also diese Lagerzahl ist schon nice. Auch wenn ich noch nicht hundertprozentig verstehe, warum zum Beispiel das hier rot ist. Aber ist egal. Oh Gott, gleich genug Geld. Mist. Was? Die Geschirrspültabs kosten, wie bitte, was? 151 für Geschirrspültabs? Wie bitte? Das ist nicht euer Ernst. Das ist ein Bug, oder? Das kann doch nicht sein. Was nehme ich denn für die? Okay, das kann nicht. Da ist irgendwas Schreckliches geschehen. Das kann so nicht sein. Da muss ich mal mir eine Zeitung kaufen oder so und gucken, was da passiert ist. Das kann ja nicht sein. Alles wird eingeräumt. Hey. It's occupied. Da sind gerade Jorge und Torge zugange. Also, das ist ja wirklich lächerlich. Wahrscheinlich ist das. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Konkurrenz zur Geschirrspülmittelindustrie, nämlich die Handwaschmittelindustrie, dass die sich irgendwie in die Geschirrspültabs-Industrie reingekauft hat. Das war so ein richtiges Drama hinter den Kulissen. Die haben sich so in den Aufsichtsrat gezeckt, haben dann die Mehrheit im Aufsichtsrat heimlich so hintenrum, Succession-mäßig, und haben dann die Preise für Geschirrspültabs so in die Höhe getrieben, dass die Leute jetzt wieder von Hand waschen müssen, was natürlich dann den Absatz von Handwaschmittel massiv in die Höhe treibt. Und die Geschirrspülmittelmanufakturen weltweit stehen massiv unter Druck. Da wird es zu einigen Pleiten kommen. Weil das kann ja kein Mensch bezahlen. Da wird ja jeder vernünftige Mensch sagen, ja, nee, dann wasche ich von Hand. Verständlich. So, stark. Ich glaube, wir haben alles, was wir wollten. Wir können den Laden öffnen. Und haben nur 43 Mark auf dem Konto, was wenig ist. Aber dafür sind die Lager wirklich voll. Und wir haben jetzt noch so ein paar Sachen. Wir können überlegen, ob wir demnächst nochmal wieder neue Sachen. Das hier ist das lächerlichste. Also ist das wirklich das allerlächerlichste. Das Zuckerregal. Aber was willst du machen? So, wir müssen es. Was ist das? Keine Rotnudeln mehr. Ist mir das nicht aufgefallen? Was ist mit den Rotnudeln? Da,
Oh, das ist ja recht, nur noch recht wenig. Ja gut, da müssen wir dann morgen noch mal ran. Was hatte ich jetzt mit den Preisen gesagt? Oh, das ist jetzt schon wieder. Das sind die gleichen Preise. Olivenöl ist wieder Mozzarella, Olivenöl. Warum denn schon wieder Olivenöl? Was noch? Eier? Kaffee, das ist doch original von gestern. Ach, warte mal, ich habe den Laden. Ich habe so lange darum gedoktert, dass das stimmt, das war ja derselbe Tag. Oh Gott. Mein Gehirn ist schon wieder löchrig. Es geht schon wieder los. Lochfraß im Hirn. Guten Tag, kommen Sie alle rein. Kommen Sie alle rein. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Wir haben die Regale voll, sage ich Ihnen. Die Preise sind angepasst. Wir sind jetzt knapp über Marktwert nur noch. Ja, greifen Sie mal richtig zu, die Kartoffeln. Das sind die frischesten Kartoffeln. Frisch vom Acker. Bei Ackerbauer bringt man. Kennen Sie vielleicht Dr. Brinkmann, der war früher Doktor, Chirurg war der. Und dann hat er sich bei einem Bowlingunfall beide Hände gebrochen und konnte nur noch so grobe Arbeit verrichten. Und seitdem wühlt er so eine Erde rum. Der muss die Erde spüren. Der reißt die Erde auf, wie er früher die Patienten aufgerissen hat. Und dann packt er da die Kartoffeln rein. Und er hat die dicksten Kartoffeln hat er. Der beliefert uns exklusiv übrigens, der Dr. Brinkmann. Gibt's nur bei uns. Oh, ich muss mal wieder. So, Sie können sich auch zu mir stellen dann. Frau Berger, Sie hätten sich auch bei mir. Ah. 3 Joghurts, wow. Das macht dann 6,90. Boah, das ist aber ehrlich gesagt relativ toll. Alter, okay, du wolltest einfach nur Geld bei mir wechseln. Jetzt, ich verstehe deine Masche. Das ist Geldwäsche, oder? Du bist doch ein Drogenjunkie. So, kommen Sie mal zu mir. Herr Burgsmöller, Sie können zu mir kommen. Ah, hallo, Herr Meier. Boah, Sie haben ja richtig was vor heute. Alles klar, das macht 100 Öcken. Und ein zurück, vielen Dank. Wollen Sie aufrunden? Nein, will er nicht. So, wenn Sie nicht zu mir kommen, mache ich die Kasse zu hier. Dann, ich habe auch andere Sachen zu tun. Wie gesagt, ne? Ich bin ja Manager dieses Ladens. Ich habe sehr viel zu tun. Ich mache das ja nur, damit Sie nicht warten müssen. Okay, dann tschüss. Ich habe jetzt wieder ein bisschen Geld. Das bedeutet, wir können zum Beispiel nochmal so eine Rotnudelbestellung aufgeben. Und ein bisschen Käse. Ein bisschen Käse. Ja, ein bisschen Wasser. Das ist fantastisch. Ich liebe das. Ein bisschen Erdnussbutter. Das ist wirklich gut. Dass einem das hier so schön angezeigt wird. Oh, Bleichmittel. Bleichmittel fehlt. Shampoo. Nehmen wir mit Handseife. Milch. Ah, der Kartoffelsack ist hier schon wieder. Das ist krass. Nehmen wir nochmal ein bisschen was mit Honig. Okay. Kaufen. Das mit den Geschirrspültabs habe ich immer noch nicht verdaut. Wer da die Preise zu verantworten hat. Keine Ahnung. Ach, okay, ist noch occupied. Oh, wie herrlich. Guckt euch das an! Wie schnell das geht! Occupied. Mhm. Sehr schön. Wenn wir dann irgendwann das Lager auf voller Größe haben, dann mache ich noch mehr Regalplätze. Dann ist mir alles egal. Hallo? Halt.
So. Dann kann ich auch ruhigen Gewissens mein Warenportfolio erweitern. So. Und, okay. Kartoffeln gehen rein. Nice. Honig. Und Wasser. Und ein paar Rotnudeln. Ja, großartig. Kann sich niemand mehr beschweren. Im Superstore Rötzling. MacZocker. Vielen Dank, MacZocker. Vielleicht brauchen wir auch nochmal eine neue Kühltruhe. Okay, ich komme, ich helfe. Sie können zu mir kommen. No excuses. No excuse. Ah, sehr clever. Vielen Dank. So, einmal, das macht dann bitte 49, was? 48 für 40 Cent zurück. Schon einen langen Tag gehabt heute. Danke, Birgit. So, Herr Sattelhuber. Ich habe Ihren Bruder schon gesehen eben. Das macht dann 90,80. Einmal 100, dann gibt es 29 zurück. Herzlichen Dank. Schönen Abend, ne? Oh, dreimal Shampoo. Okay, ja, Sie können es wirklich gut gebrauchen. Das macht dann 20,70. 20,70. Oh, war das richtig? Ich weiß es nicht. Jo, alles klar. Das macht dann 27. Dankeschön. Ja. Wenn Sie nicht wollen, also. Ah, da ist er ja. Ihr Bruder war auch gerade da, Herr Stadelhans. Herr Stadelhans. Na, oder nicht? Irgendwas ist doch hier, dass die nicht zu mir kommen. Ich verstehe das nicht. Sandra, du kannst dich auch hier anstellen. Hallo Sandra. Ich mag, wie deine Haare zum Kleid passen oder umgekehrt. So, das macht dann einmal 69,90. Ich verkneife mir jeden Spruch. Und einmal dann 30,10 zurück. Man dankt. Oh ja, die Geschirrspültabs, da muss ich mich für entschuldigen. Die Preise geben wir nur sehr ungern an die Kunden weiter. Aber da ist irgendwas, irgendein Zulieferer, da hat es, glaube ich, gebrannt oder was. Oder Ratten oder so. Jedenfalls sind die gerade schwer zu kriegen. Sehr, sehr teuer geworden. Ich empfehle, von Hand zu spülen. Einmal Karte. Das macht 83,40. Danke. So. Kasse zu. Schon 9 Uhr durch. Die räumen weiter fleißig ein. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Oh, die Rotnudeln sind aber auch schon wieder alle. Unglaublich. Die sind, glaube ich, echt begehrt. So. Alle raus. Laden zu. Achso, da war noch einer an der Kasse. Ja gut, selber schuld. Ach, die endlich. Die Geschirrspültabs. Zum Glück habe ich nur eine gekauft. Da hätte ich mich jetzt richtig geärgert. Ja, guckt euch das mal an, was das für ein Werteverlust ist. Endlich. Endlich wieder erschwingbar. Erschwinglich. So, jetzt gucken wir mal. Was kostet denn eine weitere Vergrößerung des Lagers? Nicht im Budget, leider. Schade. Okay, was müssen wir bestellen? Die Kartoffeln, ne? Ich brauche mehr Regalfläche für Kartoffeln. Sagen wir doch einfach 4 Säcke, wahrscheinlich 2 kriege ich noch unter. Und dann mache ich noch 2 da und 4 machen wir so. Dann Rotnudeln auf jeden Fall. Und dann müssen wir vielleicht gar nicht so viel bestellen heute. Oh, Mehl. Oh, alter Schwede, Rotmehl ist in Bedrängnis geraten. Das geht natürlich nicht. Und... Ach doch, warte mal, wieso? Wir haben ja doch richtig viel Nudeln dabei. Irgendwas war falsch. Okay. Regale. Ja. So, rein, alles rein.
Regal ist voll. Ja, das habe ich befürchtet. Aber das ist hier das neue Kartoffelregal. Richtig viel Kartoffelplatz. Ey, Regal ist voll, okay. Ja, Regal ist voll, dann wird das ja nichts. Regal ist immer noch voll. Bup, Regal ist voll. Warum ist das Regal voll? Machen wir einfach so. Und Rotmehl daneben. Sehr uncharmant. Alles egal. Der passt natürlich nicht mehr rein. Was habe ich denn da noch abgelagert eigentlich? Ach, Kartoffeln. So. Komm, das kommt einfach neben die Kartoffeln. Da ist noch genug Platz. Oder auch nicht. Das ist voll. Dann dahin halt. Ist egal. Können wir direkt wieder aufmachen. Das geht natürlich jetzt ratzfatz. Ein bisschen Geld verdienen. Jetzt haben wir sehr viele Waren auf Halde. Da müssen wir erstmal in Vorleistung gehen. Ist ja klar, in finanzielle Vorleistung. Welche Preise haben sich verändert? Ich habe nie aufgepasst. Warum ist die Mod nicht aktiv? Boah, das ist fürchterlich, diese Preisänderung. Okay, ich sehe keine. Aber da sind halt so viele Farben und Text und alles. Ein müdes Auge kann das auch mal übersehen. Aber ich habe jetzt tatsächlich gerade nichts gesehen. Vielleicht ist das ja einfach so geblieben. Vielleicht ist auch die Mod aktiv endlich. Oh, das wäre natürlich absoluter Oberhammer. Nee, offensichtlich ist die Mod nicht aktiv. Was habe ich nicht richtig gemacht? Ja, ist auch zu teuer eigentlich. 8,80. Zu teuer. Nee, irgendwas ist funktioniert mit der Mod nicht. Oder ist die einfach zu hoch eingestellt? Vielleicht ist sie sogar an, aber nee. Dass sie einen gewissen Prozentsatz über die Preise geht, ist ja auch richtig und gewollt, aber ich habe das Gefühl. Möglicherweise überschreibe ich jetzt die Preise, die ich muss mir da mal eine Sache merken. Ich glaube, die ist doch aktiv, oder? Kann das sein? Das habe ich doch nicht so eingestellt. Der Boden ist noch frei bei den Regalen. Guck mal, ganz ehrlich, die hatte ich doch alle verändert. Ich glaube, die Mod fuscht da rum. Die hat einen gewissen Prozentsatz, aber wie viel denn? 10% oder whatever über den Einkaufspreisen. Das hatte ich doch alles. Ja, das Mehl ist zu teuer. Ich weiß, aber ich bin nicht schuld. Das macht die Mod. 100 Pro. Ich habe irgendwas falsch eingestellt. Ich weiß nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Das ist ja alles zu teuer dann. Oder wie oder was? Nee, das war richtig. Keine Ahnung. Warum wird Olivenöl nicht nachgefüllt? Auch sehr teuer. Ist einfach kein Olivenöl mehr da? Da. Bisschen nur. Sehr wenig. Sehr wenig. Wir müssen tätig werden. Öl. Und Olivenöl 29. Das sah aber anders aus gerade.
Das stimmt. Hier, oh, Geschirrspültabs. Und warte. Thunfisch, ja, nehmen wir nochmal. Thunfisch. Ja, ja, ich weiß, es gibt zwei Arten von Öl. Was hatte ich jetzt vergessen? Weiß ich nicht mehr. Was ist mit diesem komischen Käse eigentlich? Parmesan. Oh ja, da haben wir genug. Okay. Bestellen wir erstmal schnell rein damit, bevor die Sachen ausgehen und die Leute unzufrieden werden. Was? Ey! Das ist doch Quatsch! Was machen's denn da? Also das Regal ist definitiv nicht voll. Da fuschen Jorge und Torge gerade rum. Products in Rack 65, Restocking no. Doch, Restocking yes. Restocking yes. Na, ist voll. Mir doch egal. Ich habe plenty of Platz. Geschirrspültabs. Da ist alles voll. Was erzählen Sie mir denn da? So. Licht ist an. Neue Kasse. Sie können zu mir kommen. Kasse ist offen. Hallo, hallo. Nicht verzagen. Ihre Lebenszeit ist mir wichtig. Deswegen kommen Sie her. Also, das macht einmal 65,20 dann. Nee, habe ich mich vertippt. Entschuldigung. Dankeschön. Herr Södergrün, Sie können auch zu mir kommen. Alter Schwede, ich... Guck mal. 1, 2, 3. Tommy. Deine beiden Klone... deine drei Klone. Tommy, deine drei Klone sind wieder unterwegs. Ich vergesse immer, wer von euch das Original ist. Ah, hallo Sigrid. Das macht dann einmal... Oh, passend. Dankeschön. So, perfekt. Mit Karte. Das macht 56,80. Danke. Oh, da mag jemand Müsli, ja? Und Mehl und Kartoffeln. Ja. Und einmal Bar. 2,80 zurück. Wollen Sie aufrunden? Nee. Dankeschön. So, Tommy, du, ich muss dir sagen, deine Klone, ich würde ein bisschen aufpassen. Wenn die Regierung davon Wind bekommt, dann kann das sein, dass die dir die Klone wegnehmen. Ich sag nur, ne? Nicht, dass ich im Klon-Business große Ahnung hätte, aber ich habe mal einen Krimi gelesen. Da war das so. Was ist alle? Schwarzer Kaffee. Oh, das geht natürlich gar nicht. 90,80. Danke. Wieso ist der Kaffee alle? Das, nee, da ist ohne Ende. Ich hatte doch voll viel Kaffee. Da. Oder war das der Tee? Was ist denn alle? Was soll denn alle sein? Das ist doch nichts alle. Das ist eine Lüge. Was hat er gesagt, ist alle? Kann ihm recht ein Ding zugehen. Ich glaube dem kein Wort. Gut, ich mache nochmal die Kasse auf. Für alle, die es eilig haben. Hier bitte maximal 100 Items bei mir. Karte, Dankeschön. 26,60. Wie geht's den Kinderfrau Hahnburg? Tschüss, Frau Hahnburg. Keine Antwort, ist auch eine Antwort. Ich glaube, die ist immer im Streit mit den Kindern. Die sind gerade in der Pubertät. Und da ist man nicht so gut drauf zu sprechen. Puderzucker ist zu teuer. Ja, meine Güte. Ich kann auch da nichts für. Hier, Puderzucker ist günstiger. Bitteschön. Ist das Licht eigentlich an? Ja. So, ist jetzt schon 9 Uhr. Die kommt direkt aus dem Operationssaal, oder? Wie ist denn gelaufen heute? Wen hatten Sie heute auf dem Tisch liegen? Frau Krechtsmann. Frau Krechtsmann, ich hatte da, wenn Sie mal gucken wollen, ich habe am Rückenbereich so einen Ausschlag. Und ich dachte, wenn Sie sind ja auch in der Orthopädie mal gewesen, können Sie einmal, ich mache mich mal eben frei, können Sie einmal gucken, am rechten Schulterblatt habe ich so einen
so ein hügeliges Etwas. Ich kann das nur ertasten. Aber wenn Sie, können Sie da einmal kurz, vielleicht wenn Sie, ich halte die Einkaufstüte, geben Sie mal, wenn Sie da einmal mit den Fingerkuppen vielleicht so rüber, aber Vorsicht, da sapscht manchmal was raus, wenn man zu doll drückt. So ein. Und haben Sie was? Okay, Sie haben Feierabend. Das kann ich respektieren. Dann halt nicht. Was fehlt? Warum ist hier das Brot nicht eingeräumt? Sie hat Frau Dr. Krechtsmann. Ja, das tut mir leid. Da haben Sie natürlich recht. Romulus! Vielen lieben Dank. Romulus und Remus. Die beiden Freunde. Brüder waren sie. Gesäugt. Von einer Wölfin. Das hat sie stark und wild gemacht und haarig. Und dann eines Tages sagte Romulus zu Remus, du Remus, wollen wir heute ins Kino gehen? Und sagte Remus, nein, lass uns eine Stadt gründen. Okay, wir nennen diese Stadt Rom. Nein, Rem, nein, Rom, nein, Rem. Peng, erschoss er seinen Bruder. Der arme Remulus liegt nunmehr tot im Weizenfeld. Und ward nie mehr gesehen. Die Mutter war auch schon lange tot, weil ein Wolf hat eine sehr geringe Lebenserwartung, vielleicht so 14 Jahre, man weiß es nicht so genau, zwischen 24 Jahre, sagt man, wird eine Wolfsmutter alt. Und sie hat zum Glück, muss man sagen, für sie nicht mehr mit ansehen müssen. Oder bei einem Hund Wolf muss man mit anriechen sagen, weil der Wolf riecht mehr, als dass er sieht. Das ist ein Riechwesen. Und sie musste es nicht mehr mit anriechen, wie ihr Sohn Remus von ihrem anderen Sohn Romulus kaltblütig erschlagen wurde. Das hätte sie, glaube ich, nicht verkraftet, denn eine Wolfsmutter ist eine sehr sensible Kreatur. Da muss man aufpassen, was man denen emotional zumuten kann. Ähnlich wie Alfons, der auch von den beiden Brüdern der sensiblere ist. Man sieht es auch, wenn man genau hinguckt am Gesichtsausdruck, dass Alfons hier, wenn man mal guckt, also Alfons, die Mundwinkel sind immer so leicht nach unten, schon bereit, ins Weinerliche hinab zu driften, wohingegen Belfons, man sieht es als der jüngere Bruder, der hat nie so viel Aufmerksamkeit bekommen, hat immer unter seinem stärkeren, größeren Bruder gelitten und dementsprechend musste er früh stark sein und er ist ein bisschen stabiler. So ist das. Wir machen einfach den Laden zu und rechnen einmal ab. Rehm wäre auch kein guter Name für die Stadt gewesen. Nee, da hast du recht, Romulus. Da hast du völlig recht. Er will schon alle Wege führen nach Rehm. Das ist doch auch, das klingt einfach total bescheuert. Rehm klingt auch, weiß ich, wie so eine Margarine oder so. Das geht einfach nicht. Rehm. Einmal Rehm sehen, das würde mir gefallen. Nee, nee. Ist schon gut, wie es ist. Gut, dass Remulus verloren hat. Nicht auszudenken, wenn Remulus... Wie wäre die Geschichte gegangen, wenn Remulus gewonnen hätte? Was wäre dann aus der Stadt Rehm geworden? Wäre sie ähnlich mächtig, prächtig, einflussreich? Oder wäre das so eine kleine Kommune, die einfach nicht über den ersten Winter gekommen wäre, weil sie aus Versehen die Olivenbäume verdursten haben lassen oder was? Vielleicht würde heute niemand von Italien reden. Vielleicht wäre Italien einfach auch gar nicht existent. Vielleicht würde das gar nicht Italien heißen, sondern Bräunling oder so. Bräunling wäre auch so zersplittert in so verschiedene kleine Ostbräunling, Südbräunling, Nordbräunling, Zentralbräunling, Nordostbräunling, Südnordbräunling. Und die wären auch alle miteinander so im Clinch und könnten sich nicht leiden und da gäbe es die ganze Zeit so Keilerei. Und alles nur, weil Remulus gewonnen hat, man weiß es alles nicht. Matthias Rehm, ja. So, räumen wir alle ein jetzt hier bitte.
glaube, uns geht's gut. Wir haben sehr viel Geld. Mein Plan ist es, für das unverschämt großartige Geld, das Lager erneut zu erweitern. Oh yeah, seht her, welch frohe Kund aus meinem Mund. Das Lager ist fast rund. Wenn es nur nicht eckig wäre, wäre das Leben nicht so schwer. Ich bin halt auch Lyriker. Okay, ich mache einfach mal auf. Sie können reinkommen. Superstore Rötzling hat geöffnet. Wenn in Rehm. Ich überlege. Das muss doch nicht so sein. Wenn es auch so sein kann. So. Das ist gut, das ist Morki. Da kriegen wir hier noch einiges rein. Bestimmt noch vier Regale locker. Locker vier Regale noch. Hier sogar ein fünftes vielleicht. Doch, ich glaube ja. So, fünf Regale. Wir kriegen hier noch fünf Regale rein. Das ist einfach große Klasse. So, ich scoute noch einmal kurz, ob es hier fehlende Waren gibt. Nimm, 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 nimm. Öl, Nudeln. Oh, Milch. Ja, Milch, Milch und Schwarztee. Ja, da ist nichts mehr im Lager. Können wir mal 6 Tee, Tee. Ja, oh, Toilettenpapier. Oh. Toilettenpapier, es geht auch immer gut weg. Süßigkeiten. Oh, zwei noch mit rein. Müsli, was ist da los? Wie viel Geld? Oh. Wir müssen erstmal was verdienen, bevor ich mir hier was leisten kann. Meine Damen und Herren, wenn Sie einmal bitte alle ganz viel kaufen könnten, das wäre gut, damit ich die neue Bestellung abschicken kann. Ach, interessant. Herr Koschelny, was machen Sie denn hier? Gar nicht im Teppichladen heute. Der Herr Koschelny, das gibt's gar nicht. So, bitte bestellen Sie, kaufen Sie, lassen Sie Ihr Geld hier. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Oh, hallo, Beate. Beate, wenn du jetzt. Beate, hör doch mal nochmal zu, jetzt bleib doch mal stehen. Beate, ich will. Okay. Dann halt nicht. So, rein spaziert, alles zum halben Preis. Rein, rein, rein. Alles muss raus. Was? Müsli ist zu teuer? Warum? Das ist doch okay, es ist doch ein völlig akzeptabler Preis. Die Leute wollen einfach Ramschware haben. Das Qualität, den Preis hat, das interessiert die einfach nicht. So, jetzt noch ein bisschen mehr kaufen, bitte. Ich brauche noch ein bisschen mehr Geld. Dankeschön. Fahr doch nicht über meine Waren. Das packen wir auch noch rein. Oh, das Regal ist voll. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schlecht. Beides. Es ist beides gleichzeitig. Gut und schlecht. Okay. Sehr schön. Jetzt Geld verdienen und dann kaufe ich endlich Regale. Warum gehst du denn hin? Ah, okay.
Hallo. Ja, endlich. Sehen Sie, da habe ich nämlich die Preise auch angepasst. Ja, greifen Sie zu. Sieht gut aus. Ich gucke derweil mal, was kostet mich denn neues fähiges Personal? Zum Beispiel sowas wie ein dritter Kassierer. Oh, dann muss ich Level 30 sein. Aber ich könnte einen Auffüller noch bestellen. Das ist ja durchaus. Warum eigentlich nicht? Wollen wir noch einen Aufsteller? Jorge, Torge und Sorge? Können wir machen. Und wir sind ja übrigens auch bald Level 30. Das heißt, wir können einen dritten Auffüller und einen dritten Kassierer bestellen. Die Mitarbeiter sind nicht krankenversichert, De La Coco. Nee, nee, nee. Sowas mache ich nicht. So, wir haben Sorge eingestellt. Und morgen, wenn wir Level 30 sind, können wir dann auch Zellfons einstellen. Zellfons wird dann der neue Kassierer werden. Und dann wird alles gut sein. Also ist Dings schon da? Sorge? Wird er gerade eingearbeitet? Ist er, oder kommt er morgen erst? Ist er schon da? Ich sehe immer nur... Warte mal, 1, 2... Ich glaube, der ist noch nicht da. Ah, warte. Doch, er ist da. Sorge ist schon da. Ich glaube. Bin ich sicher? Ich glaube, ja. So, ich mach mal auf hier, bevor morgen Zellfons zur Arbeit erscheint. Oh, das Eierpack ist zu teuer. Da müssen wir gegen angehen. Ach, oh Mann, ey. Bin da. Ein Apfelsaft, ernsthaft. Danke. Wenigstens Puderzucker ist zu teuer, oh Gott. Warum wird das nicht... Ja, ist es überhaupt der Puderzucker? Ja. Ich eile. Jemand da? Okay, warte, ist die Lampe an? Oh ja. Sie können auch zu mir kommen, versprochen. Ich bleib jetzt auch. Bald sind wir Level 30, Leute. Dann haben wir Zellfons. Okay, es ist einfach wirklich nicht, obwohl es brechend voll ist. Will keiner zu mir an die Kasse kommen. Ich verstehe das einfach nicht. Endlich jemand. Bernd. Bernd, Bernd, Bernd. Auf dich ist Verlass, du. Und einmal 380 zurück. Danke. So, Jimmy, was ist los? Oh, lass mich raten. Was gibt's bei euch heute zu essen? Rind? Kleiner Scherz. Es fehlen nur noch wenige Kunden bis Level 30. Hallo, Geronimo. Ah, okay. Sehr viel Kartoffeln. Das ist das Kartoffelfest schon wieder. Rainer braucht sehr viel Klopapier. Und einmal 2,50. Oh Gott. Entschuldigen Sie bitte. Das war richtig. Verzeihung, mein Fehler. Kurz vor Feierabend kann das mal passieren. Okay. Dann können wir... Tschüss, Frau Sörgel. So, Frau Sörgel geht. Wir sind sowas von kurz vor Level 30. Gleich ist es soweit. Schoko und Öl. War das Müsli oder... Preise stimmen alle nicht. Irgendwas ist hier komisch. Vielleicht habe ich die Mod falsch bedient. Und welches Öl war das jetzt? Das kann jedes Öl sein. Ich habe irgendwas mit der Mod gemacht. Die verstellt die Preise. Ich habe das zu hoch eingestellt. Das kann so ja gar nicht sein. Ja, das ist der Beweis.
Also die Mod ist aktiv, weil ich hatte hier, der Preis war doch zwischendurch mal, ich war doch nicht bei 22,60. Der Marktpreis war doch, war der nicht bei 19 noch was oder sowas? Nee. Die Mod, die wieselt sich in meine Preisgestaltung rein. Ja, auf jeden Fall. Und ja, auf jeden Fall macht sie das. Ich weiß aber nicht mehr genau, man kann das verstellen, aber das, dafür müsste ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob es dafür einen Tastenbefehl gibt, aber man kann diese Textdatei verändern und dann genau definieren, wie viel über Einkaufspreis oder wie viel über Marktpreis diese Mod die Preise gestalten soll und ob sie sie aufrunden soll oder nicht und so. Das kann man echt gut machen. Ich habe da jetzt aber gar nichts gemacht, weil ich dachte, die Voreinstellungen sind vielleicht gut, aber ich habe das Gefühl, die Voreinstellungen sind ein bisschen zu knackig. Also die Leute beschweren sich ja teilweise. Und das wollen wir ja nicht. Wir gucken einmal rein hier in eine Rechnung. Jo. Dann schauen wir mal. Irgendwas. Hähnchen können wir mal wieder ein bisschen bestellen. Oh ja, Puderzucker haben wir natürlich noch super viel. Da haben wir damals lächerlich viel für gekauft. Öl ist angeblich. Wie haben wir 16? Ne, ach so, da ist. Okay, nee, ich wollte gerade sagen. Da hatte ich mich verlesen, glaube ich. Hier Eier sind in Not. Erdnussbutter. Jo, Basmati-Reis. Der Ronige. Milch. Und Schokolade. Oh, Pommes frites. Parmesan. Oh, Kartoffelsack. Das alle. Kaufen. Seppo 89 und Chris Phoenix. Wir wollen uns ganz herzlich bedanken für den sehr freundlichen Support. Ich bin happy. So. Das räumen wir alles ein. Und wie schön schnell das geht. Ach. Gehen Sie nicht auf die Schokolade. Ach, grüne Neune. Komm ich da ran? Was? Occupied. Occupied by Restocker. Occupied. Warum? Warum? Also echt, das ist ohne Mods ja gar nicht mehr leistbar. Wir sind Level 30, das ist gut. Wenn ich jetzt noch mehr Waren wage, wie soll das gehen? Unmöglich. Occupied. Geht, sehr gut. Sehr gut. Regal ist voll, das ist doch Quatsch. So. Okay. Wir haben Level 30. Ihr wisst, was das bedeutet. Das bedeutet, wir stellen endlich Cellphones ein. Cellphones! Was? Wie was? Einkauf abschließen? Was? Wie was? 900 Einkäufe erst. Dann darf ich Cellphones einstellen. Boah, das ist ja einfach eine große Schweinerei. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. 900. Aber ich will den doch jetzt schon haben. Och. Nö, das ist doof. Finde ich nicht fair. Muss ich echt sagen. Schade. Na gut. Ahaha. Na Jungs, macht ihr euch einen Lachsen? Jetzt das Regal ist voll, dann da.
Ist euer Regal. Schön viel Platz. Ihr werdet mir alles vollstellen. Aber nicht heute, sondern lieber beim nächsten Mal. Leute, das war eine niegelnagelneue Folge Supermarkt-Simulator. Wir haben tolle Mods dabei. Vielleicht holen wir noch ein paar neue. Habt ihr mit Mods gespielt? Was sind empfehlenswerte Modifikationen? Welche braucht man unbedingt? Habe ich irgendwas verpeilt? Schreibt es mir gerne in die Comments. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Uns fehlen nur noch lächerliche 342 Einkäufe. Dann können wir endlich Cellphones einstellen. Aber bis dahin wird noch die ein oder andere Ware über das Supermarktband laufen müssen. Macht's gut.